ういたしまして。う、久しぶりですね。私はの名前はワラレイです。つまり原石の神子、あのすみませんが、よくわかりません。大ピンチ！Warum spricht denn der Spaß Japanisch jetzt hier? Weil es beim Game Kamiko für die Switch um den japanischen Shinto-Glauben geht. Ach ja, das ist ja so der mit diesen Dämonen und Göttern. Und so, auch mit Shinto-Göttern habe ich gehört, ja. Und ja, das glaube ich zumindest, weil ich glaube, das wurde im Game auch nicht so genau erklärt, wa? Ja, ist okay, ja, okay, ich will spielen. Im Game Kamiko ist man nämlich eine von drei Kampfpriesterinnen. Typisch japanisch. Auch die Priester kämpfen dort und die Mönche. Und die drei Möglichkeiten, die man hat für den Kampf. Nahkampf mit einem zweihändigen Schwert. Bogenkampf mit einem Bogen. Nah- und Distanzkampf gemischt. Mit einem Schild und einem Schwert. Guck mal, ich bin Captain America. Das Ziel des Spieles ist, die vier Shintori-Tore der jeweiligen Stage zu befreien vor der Versiegelung und dann den Endgegner zu besiegen. Für mich als Cuphead- und Dark Souls-Fan waren natürlich die Endgegner nicht allzu herausfordernd, aber durch ihre kreative Art, wie sie aufgebaut sind und wie man sie besiegen muss, war es doch ziemlich unterhaltsam, gegen die zu kämpfen. Denn man kann sie nicht einfach totkloppen, da muss man manchmal sogar ein bisschen überlegen. Das Kampfsystem ist eher simpel gehalten. Was dem Spiel aber keinen Abbruch tut. Kann einerseits laufen und rennen, während das Rennen gleichzeitig auch dodgen ist, was das Spiel manchmal ein bisschen schwieriger macht. Und man kann natürlich draufhauen, respektiv schießen. Yeah, friss meine Pfeile! Yeah, friss mein Schwert! Yeah, ich habe keine Kombos, aber mein Schild ist eh OP. Natürlich macht es Spaß, Monster tot zu kloppen. Aber das ist nicht der ganze Spaß. Es gibt nämlich kleine Puzzles, die über die Stages verteilt sind. Die sind am Anfang ziemlich einfach, werden aber dann mit der Zeit hartnäckiger, als man denkt. Da kann es dann ab und zu trotzdem zum bisschen Problem kommen. Stirb, und jetzt habe ich endlich die Kugel. Oh yeah. Was, man kann nicht angreifen, wenn man Kugel trägt? Oh yeah, und noch einmal. Was? Oh mein Gott, scheiße. So, jetzt wollen wir die Kugel konzentrieren. Die Ständer, okay. Akakume! Dai Pinchi! Wer jedenfalls Arcade, Oldschool, Hack'n'Slay, Action Games mag, hat mit diesem Spiel sicher einige Stunden Spaß. Das Spiel ist eigentlich relativ schnell durch mit einem Charakter. Aber wer dann alle drei Charaktere durchspielen will, weil jeder Charakter hat ja seine Vor- und Nachteile, der ist dann sicher schon etwa 3 Stunden dran. Und ihr denkt jetzt, oh mein Gott, 3 Stunden Spielspaß, das ist ja voll wenig. Aber auch für das habe ich eine Lösung. Es gibt nämlich so nach jedem Level eine Bewertung. Und da ist die Zeit zum Beispiel drauf. Und wenn man Kollegen hat, die das auch spielen, kann man dann schon einige paar Stunden investieren, um dann den Highscore oder die beste Zeit zu haben und sagen kann, hey Kollege, guck mal, ich habe 2 Sekunden weniger als du gebraucht. So in dem Stil. Das Spiel ist auch perfekt für zwischendurch, weil es eben nicht so geschichtslastig ist, kann man das halt auch mal so zwischendurch spielen und immer wieder ein Level machen. Wie ich es am Anfang gemacht habe, bis ich natürlich die Rekorde wollte. Ich wollte die Rekorde. Kamiko kriegt eine Bewertung von mir. Kamiko kriegt von mir 8,5 von 10 Fingern. Spontane Ideen sind immer super. Und natürlich auch die zwei. Hirohiro, arigato gozaimashita. Sayonara. Gott, wenn der Typ wenigstens wirklich Japanisch könnte.